Ein wunderschönes Moment, hallo meine Freunde, willkommen zurück zu Let's Play Minecraft auf der Xbox One. Ich bin gerade noch gemutet, die anderen können mich nicht hören, ich will nur ganz kurz nochmal die Leute erinnern, die hier mitmachen. Wenn ihr irgendwelche wertvollen Sachen habt, behaltet die in eurem Inventar, weil wir haben jetzt schon wieder das Gespräch gerade gehabt, dass von ein paar Leuten Sachen geklaut worden sind in der letzten Folge, weil sie nicht dabei waren. Ich sag's mal so, es tut mir leid, ich kann da jetzt leider auch nichts mehr machen. Ich muss halt den Leuten vertrauen, die hier mitmachen. Das heißt, in den letzten Folgen wurden von irgendwelchen die Sachen geklaut. Aber da kann ich jetzt leider auch nichts machen, das ist gerade dieses Gespräch. Also, wenn ihr hier sind 10 Kühe oder so. Alles klar, auf jeden Fall, wenn ihr die Aufnahme sehen solltet oder so und nicht mitmachen wollt, behaltet eure Wertsachen immer im Inventar. Behaltet immer das wertvollste Inventar, genau wie mein Eisen und die Sachen, die behalte ich immer im Inventar. Falls irgendwie, keine Ahnung, wenn ich die Treue werde, sind wahrscheinlich irgendwann geklaut worden, deswegen behalte ich alles im Inventar. Wie ich nur kurz gesagt habe, ich entmute mich und dann geht es dann wirklich und richtig los Kühe, mit der Folge. Gefunden. Oh, kannst du mal ruhig sein. Leute, okay. Willkommen zurück zu Let's Play Minecraft Staffel Nummer 3 von Let's Play Together auf der Xbox One. So, heute mit dabei bin natürlich ich, Dahias, Icefight, PZJ, Kommando 45, Mark Burnout, Rubinkeim 720, Gipfelasche, Hallo. Stampy und das war's. Hi. Hi. Warum bist du eigentlich immer ganz unten? Ich versteh's nicht. Jedes Mal, wenn ich in einer Party irgendwie was vorlese, du stehst immer ganz unten bei mir. Alles klar. Reserviert. Gut, dann baust aber ein... Gesundheit? Das klang nicht gesund. Cool. Wer hat eigentlich dieses Haus hier hinten gebaut gehabt? Das wollte ich vielleicht mal entfernen. Welches? Obwohl, das gehört da jemandem. Verdammt. Okay, Gipfelasche, du weißt ja Bescheid, ne? Bei dir ist ja jemand eingebrochen, du musst es jetzt alles wieder von vorne machen. Aber ich finde das echt ein bisschen scheiße, weißt du? Du machst ja so ein Projekt, aber da kommen immer wieder Leute rein, die klauen. Ich habe es ja schon öfters gesagt, auch vor dieser Aufnahme, dass man hier aufpassen sollte. Es gibt immer Leute, die klauen. Das hast du so in so einem Projekt immer. Hier, ich habe sogar, also ich farm gerade Obsidian, weil ich habe letzte Folge am Ende habe ich eine Enderperle bekommen und ich habe auch schon Lohnstaub und jetzt könnte ich eine Enderchest machen, wo ihr euer Zeug reintun könnt. Ich stelle dir dann vor mein Haus hin. Das wäre mega. Da immer das Zeug reintun. Das wäre mega. Das wäre sehr, sehr sozial von dir. Im Gegensatz zu Sachen, die manche andere Leute hier machen. Kacke, Mann. Wir können nicht verzaubern. Lackmann ist nicht drin. Wer hat ja den Zaubertisch. Ja, stimmt ja, da hat er einen Zaubertisch gehabt. Ja, das passiert halt, ne? Nicht jeder kann immer mitmachen. Das sollen halt auch immer wieder neue Leute die Chance haben, hier mitzumachen. Ja, er ist ja online und er wollte mitkommen, aber da war die Dingens schon voll. Ja, wie gesagt, ich versuche, die Party, die wird immer voll sein. Da kann man nichts machen. Ich meine, 8 Leute, das ist nicht viel, wenn man ehrlich ist. Und so 8 Leute im Spiel, das ist echt nicht viel. Find ich ehrlich gesagt, ich finde es schade, dass man nicht mit 16 Leuten spielen kann. 16 Leute wäre wirklich sehr geil. Ich glaube, das wird die One nicht schaffen, wenn man so selber einen Server hostet. Oder? 16 Leute auf einen? Ich glaube, das wird lecken. Minecraft Realms, hallo? Das gibt's schon auf dem Handy und es leckt nicht. Mit 16 Leuten? Ja klar, Minecraft Realms. Also ich habe jetzt eine Ender-Chest hingestellt. Also wer will, kann Zeug reinlegen. Kann ich dir helfen? Oder nee. Was möchtest du jetzt? Okay. Schläft in einem Bett, okay. Du brauchst du nicht weitermachen. Ich mache hier nachher so einen Weg, nachher so ein bisschen. So, das ist natürlich Anerman sein Haus. Ich werde Anerman demnächst nochmal anfragen, ob er überhaupt nochmal mitmachen möchte, weil ansonsten baue ich selber was draus. Ich habe nämlich eine Idee, was ich hier drauf bauen könnte. Hat er die Rosen gesehen? Ihr wisst warum. Stehst drauf, ne? Oh, meine Augen. Alter, wer von euch will so oft pennen, dass mein ganzer... Alter, Bildschirm spam das nicht so voll! Gipfelasche, was soll denn der Scheiß? Auch wenn ich mich jetzt auch im Bett legen würde. Wie ist es eigentlich? Müssen eigentlich alle pennen? Oder ist das so wie auf PC, dass nur die meisten Leute... Halt die Schnauze. Oder müssen einfach nur die meisten Leute im Bett liegen? Alle pennen. Boah. Alle. Das ist kacke. Ich denke mal, es haben nicht alle... Ja, ich glaube nicht, dass alle im Bett haben. Boah, das ist scheiße. Das müssen die genauso machen wie auf der Konsole. Ich meine, auf PC. Dass nur irgendwie nur 4 von 5 Leuten oder so auf dem Bett liegen müssen, dann geht das. Das war geil. Oder war das auch nur eine Mod? Ich weiß gar nicht. Ich glaube, das war nur eine Mod, ne? Nein, du kannst in Vanilla auch programmieren. Ich hab kein Bett. Ja, dann machen wir jetzt die Nacht durch, Leute. Nacht wird durchgemacht. Scheiß drauf. Ja. Wen gehört der Esel hier eigentlich? Weiß jemand, wem der Esel gehört? Keine Ahnung. Stampi. Nicht Stampi, Gipfelasche. Hier ist ein Schaf, das gehört jetzt mir. Hör auf, das anzugreifen. Okay, das ist, denke ich mal, deins. Achso, komm ich runter, okay. Das war er hat weird. Noch kein Bett. Es ist eine Nacht, Leute, Mann. Ihr könnt doch alles easy umklatschen. Das ist Schwierigkeitsgrad normal. Das ist easy. Warum machen wir nicht schwierig? Weil es für Leute zu schwierig ist. Deswegen machen wir nicht schwierig. Wie viel Wolle hast du?
Weil das für Leute zu schwer ist. Da drehen sich die Leute alle auf. Hä, das ist zu schwer. Kann man nicht schaffen, ne? Was? Okay, danke. Dafür. Willst du mir irgendwas sagen? Melon? Jetzt hat der andere die eingesammelt. Ey. Finde ich abgehoben. Du Schlingel. Oh, was ist denn? Zwei Schafe. Was willst du? Rede mit mir. XD. Da oben ist ein Baum, ja, das sehe ich. Kein Headset. Warum reagieren Schafe nicht mehr auf Weibchen? Boah, ey, immer diese Leute ohne Headset, ne? Widerlich, widerlich. Ich muss jetzt mal die Party hier, so ein paar Text anzeigen. Man hat mir fast alles geklaut, achso, das habe ich schon gelesen gehabt. Oh, gut, er hat mir wahrscheinlich eine private Nachricht geschrieben, nicht wahr? Nein, oder jemand nicht? Hat mein Weed gestohlen. Nein. Mein Weed. Oder Paul. Danke. Kein Problem. Melonen. Kannst du ja eine Farm machen oder so. Aus Melonen? Scheiben? Ja, du kannst ja aus Melonenscheiben Samen machen. Durch Crafting oder wie geht das? Ja, genau. Ja. Cool. Also bei Samen bei denen. Stirb, Schaf, stirb. Nein. Das ist da vorne irgendwo, ne? Nee, ich hab schon mein Schaf. Nicht schlimm. Ein braunes Schaf. Leute, chillt. Chillt. Nee, ich brauch nicht. Chillt mal alle. Ich brauch nur Weiße. Okay, das ist nur ein hässliches Pferd. Okay. Ey, auch ein hässliches Pferd hat seine Existenzberechtigung. So, hin damit und. Das kann ich noch weghauen erstmal. Arme Single. Alles klar, du bist eine allein lebende Frau. Das ist interessant. Sehr interessant. Wie lange bist du jetzt schon? Genau, die bin ich. Ich? Ja, irgendeiner hat gerade gesungen, er ist eine Single Lady. Also, interessant. Nein, nicht raus mit euch. Ihr sollt hier drinnen bleiben. Was wollt ihr jetzt noch? Du bist hässlich. Wo ist mein Blumentopf, Alter? Alter, fuck. Wo ist mein Blumen? Hört ihr mich noch? Ja, ne? Oder? Eierkopf. Hört mich irgendeiner oder bin ich jetzt gemutet? Ich denke mal, ich bin gemutet. Ich bin gerade. Okay, ich denke mal. Das Geräusch wollte ich jetzt nicht wissen. Hört mich eine? Hallo? Oh, hallo. Scheiße. Hallo, hört mich eine? Das wird ein kleines Problem. Ja, ich höre dich. Gut. Ja. Habt ihr mich gerade gehört? Nee, ne? Nee. Ja, also eben gerade. Also ja, bevor du dich gemutet hast. Ich hab mich nicht gemutet. Also du hast dich gemutet. Und ich habe einen Wackelkontakt im Controller, das ist heute so ein bisschen. Weil ich wollte ihn eigentlich über Nacht aufladen. Es ging nur leider nicht, weil das Wackelkontakt, da habe ich heute früh nachgesehen gehabt. Ah, scheiße, Wackelkontakt drin, war noch drinnen gewesen. Das heißt, er hat jetzt über Nacht meinen Controller nicht aufgeladen, ich bin jetzt gerade bei. Und mit einem Wackelkontakt am Controller macht sich das scheiße. Das heißt, ich werde ab und zu mal ganz kurz weg sein, weil ich dann meinen Controller bewegt habe. So, dadurch habe ich dann einen Wackelkontakt. Ich hab mein Erfolg bekommen. Du hast da was? Ich hab mein Erfolg bekommen. Alter, läuft bei dir. Danke. Bitte. Ah, du. Weiß ich, mal, ich weiß, einer muss ja hier mal sagen, dass Leute das gut machen. Das war nicht gerade so gut, wenn ich ehrlich bin. Ich hab das Skelett getötet. Jetzt geh ich auf den Zombie. Weil ich kann. Eine Karotte, Digga! Bau die an! Ja, ich habe auch Karotten und Kartoffeln hätte ich auch, wenn's wäre. Cool. So, wie baue ich jetzt meine Base? Dadurch, dass er hier sein Haus gebaut hat, bin ich natürlich jetzt ein bisschen eingeschränkt, was ich ehrlich gesagt ein bisschen scheiße finde. Das war dein Haus, ne? Mark Burnout, war das dein Haus? Wenn ja, einfach mal bitte nicken mit deinem Kopf. Weil du hast ja kein. Ist deins? Ist deins? Nicken? Weiß wie nicken geht? Nicken geht so. Oder so. Nicht sein Haus, okay. Mensch, dass die Leute nicht mehr wissen, wie man nickt, ne? Verstehe ich nicht. Du willst mir irgendwas sagen, nicht wahr? Mark Burnout, willst du mir irgendwas sagen? Du weißt, wie Nicken funktioniert? Möchtest du mir irgendwas sagen oder warum stehst du gerade vor mir? Soll ich dir folgen? Ich hab dir gerade gesagt, wie man nickt, ne? Ich hab dir gerade eine Frage gestellt. Soll ich dir folgen oder soll ich dir nicht folgen? Oder was willst du jetzt von mir? Du hast mir einen Block hingeworfen. Das ist interessant. Du wirst einen Block hin und sammelst ihn wieder ein. Das finde ich interessant. Aber ich weiß immer noch nicht, was du von mir willst. Komm, vorwiegend schweigender Lämmer oder sowas. Oh, mein Spitzkast kaputt. Wundervoll. Das hier soll ich dir eine neue geben. Oh, komm her, du scheiß Spinner. Dich klatsch ich weg. Komm raus da. Jetzt bleibst du da unten, ne? Verreckt da unten in der Ecke.
Nee, brauchst du mir keine geben. Ich hab noch eine Steinschaufel dabei. Okay. Du musst auch weg. Dum-dum-dum-dum. Ich muss jetzt Wie ist der Schaf da rausgekommen? Hier gehst du eigentlich nach der Folge offline? Yep. Mach ich immer. Ich werde rennen und hochladen, damit ich in der Woche nicht mehr so viel zu tun habe. Weil ich habe für diese Woche noch gar nichts hochgeladen. Noch gar nichts. Und es werden ja so viele Videos. Ich weiß gar nicht, wie viel lade ich in der Woche hoch? 21 Videos. Video. 21 Videos insgesamt. Das heißt, ich habe jetzt insgesamt noch für diese Woche 21 Stunden Uploadzeit. Und die muss ich jetzt irgendwie so schnell wie möglich fertig kriegen. Läuft bei dir? Ich könnte noch eine Ender-Chest machen, wenn es wäre. Ach, ein Zombie. Ich wollte gerade sagen, irgendjemand hat mich hier reingehauen. Scheiß Zombie. Warum kriege ich von denen nur verrottetes Fleisch? Weißt du, ein anderer kriegt eine Karotte, ich kriege verrottetes Fleisch. Geil. So. Bam, bam. So, und hier hinten baue ich dann erstmal eine ganz kleine Mini-Farm. Weil die anderen die Zombies nicht töten, sondern sie füttern sie. Das ist interessant. Erzähl mir mehr. Bam, 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 bam. So, und jetzt nochmal hier die Blöcke wieder platzieren. Nice. Nice. Jetzt hat er sich ein Schild geholt. Kuh, stirb. Da hab ich einen Fallschaden. Wenn jemand Dings haben möchte, ein. Ein? Ein. Ein? Wolf, hier sind gerade 10 Wölfe. Die verfolgen dich. Hat irgendwer Holz en masse? Eichenholz? Nee. Ich bräuchte auch Holz, aber. Was Holz betrifft, sind wir alle arm. Und was das Geistige betrifft, da auch ein bisschen. Außer ich. Erzähl keinen Scheiß, hör auf zu lügen. Nein, ich hab grad schon 16 Holz. Wow, Digga. Boah, Digga, hast du dieses Holz? Nö, hab ich nicht. Aber wenn du Setzlinge dafür brauchst, um es anzubauen, ne? In meiner Base dürfte, glaube ich, noch ein paar von den Dingern rumliegen. Jo, hättet übersteuert. Sag ich dir nur. War ich gerade übersteuert, oder was war das gerade? Ja, leicht. Wirklich? Ich will gar nicht nachvollziehen. Na, fange. Wie gesagt, ich habe 2 Headsets auf, also Mann. Ich kann nicht alle. Ah, verdammt. Edgar! Das ist der Wow. Oh, jetzt fängt das schon wieder. Ich könnte mich schlagen oder so. Warum? Ich dich auch. Aber nichts Persönliches, ne? Ich könnte ihn hier schlagen. Weiß ich kann. Bam, bam, bam. Bam, bam, bam. Bam. Bam, 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 der Ritter-Valkyrie. Bam, bam. Willst du dich verarschen? Alter! Oha, hinter mir sind Wölfe her. Hab's, danke. Ich hab's doch gesagt. Alles klar, das wär jetzt ein bisschen crazy. Du brauchst mich nicht jedes Mal schlagen, ne? Okay, also meine Rüstung würdest du dir danken, wenn du mich nicht jedes Mal schlagen würdest. Wenn du irgendwas von mir willst. So. Hier auch nochmal. Bumm. Hier sind rote Rosen. Das ist interessant. Okay. Auf einer komischen Art und Weise. Yeah, Mann. Sehr Alter. Interessant. Ja, ich brauche nur noch Wasser. Ich hab einen Lava-Eimer. Ja, stimmt ja, das war ja. Tinker, bist du heute der Witzbold? Bin ich doch immer, Mann, Alter. Ich bin richtig crazy. Bin richtig witziger Typ, nein, weißt du? Das ist einfach. Ich weiß, heute ist irgendwie so. Oh. Ich weiß es auch nicht. Penpoint, Apple Pen. Ja, ganz genau so. Nein. So witzig bin ich heute ungefähr. Apfel ist gesund. Irgendwas wollte ich jetzt. Ach ja, stimmt ja. Ich wollte mir jetzt erstmal. So, wo mache ich diese Samen, Melonsamen? Ach, hier, da. Gunpowder. Mach ich mir erstmal. Nein! Alles klar. Ich brauchte jetzt, was brauchte ich jetzt nochmal? Ich brauchte eine Menge. Ich brauchte davon. Rosen. Ganz genau, und da wollte ich einen Zaun. Zaun. Ja. Ja. Aha. Eimer wollte ich noch machen. Boah, Digga, hier stehen überall nur Crafting Benches. Seid ihr, soll ich die abbauen?
Ich weiß nicht, wem die gehören, also muss ein bisschen gucken. Manche Leute bauen jetzt erstmal eine Crafting Bench und bauen danach ihr Haus, ne? Damit die eine immer schon mal in der Nähe stehen haben. Mitten irgendwo in der Landschaft, 20 Millionen Kilometer von uns entfernt. Dann hau weg die Scheiße. Das war ich. Warum? Ja, abbauen. Um da hinten Äxte zu craften. Ja, dann nimm die aber dann wieder mit. Lass die Scheiße nicht überall stehen, dann kriegen wir die nie weg. Rubin, kein dein Schaf ist auf meinem Haus. Mach's weg. Nee, keine Ahnung. Schaf, Mann. Irgend so ein Schaf war gerade auf meinem Haus, also ich hab's umgebracht. Ja, schön, meine Schafe sind in einem Käfig. Seit wann können Schafe fliegen? Ist mir neu. Am besten rufen das Galileo Mystery Team an. Die haben bestimmt nichts zu tun. Die kümmern sich bestimmt darum. So, 21 von diesen Eichholzdingern. Was machst du da? Hallo Schafe, wie geht's euch? Ja, was machst du da? Oh, fuck. Günni, mein lieber Freund, wie was geht's dir? Was willst du von mir? Tanja. Ey, immer diese Leute ohne Headset, ne? Ich versteh das nicht. Das Ding kostet... Das hier ist am Ragen. Das Ding kostet nicht mal 20 Euro. Das kann man sich doch mal gönnen. Doch, das Turtle Beach kostet schon über 20 Euro. Und ja, aber das Turtle Beach nutze ich ja nicht für Xbox. Also ich benutze ja gerade diese Standard Xbox. Es gibt ganz viele Turtle Quatsch. Beach. Ja, Turtle Beach Headsets. Oder Turtle Beaches? Turtle Bitches. Bitches. Ja, Turtle Bitches sind die Schildkröten-Bitches, Mann. Das ist doch so. Geil. Richtig geil sehen die aus. Das ist widerlich. Die können schneller machen als du. Was ist? Dazu sage ich jetzt mal gar nichts. Ich weiß auch nicht, was er von mir will, aber ehrlich gesagt, ich will es auch gar nicht wissen. Oh, jetzt kommt der nächste mit dem Schild. Oh mein Gott, Alter. Was habt ihr mit euren Schildern?